Verleihung des goldenen Napoleons, einem Preis, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt, ist alles da. Fernsehen, Rundfunk, Presse. Das ist die Malerin Simone Rethel. Sie ahnt natürlich nicht, dass die ganze Veranstaltung einzig von uns arrangiert wurde. Die halbstündige Laudatio, die wir gekürzt wiedergeben, hält unser Lockvogel Axel Gansd. Der Text stammt aus der Feder von Kurt Felix. Meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Freunde der Kunstkommission, liebe Frau Simone Rethel, ein Bild wollen wir heute mit einem Preis auszeichnen, das unserer Kunstkommission bei dieser Ausstellung besonders gefallen hat. Eines der 25 Werke, das in der langen Reihe der Bilder sozusagen ins Auge ging, weil es sich von all den anderen unterschied und trotzdem ein typischer Rethel ist. Ich darf Sie nun zur Preisverleihung bitten, gnädige Frau. Bitte schön. Ja. Danke, danke. Im Namen unserer Kunstkommission der Deutschen Hotellerie, De Hoga, darf ich Ihnen nun den goldenen Napoleon überreichen. Wie Sie Wie ja bekannt ist, war Napoleon ein Förderer der schönen Künste. Darf ich nun bitten, das Bild, was wir ausgezeichnet haben, zu enthüllen? Es heißt Parc Exotique. Aber hier handelt es sich um eine gewollte Verwechslung. Das ist nämlich der Fluchtwegplan des Hotels. Simone steht hinter dem Bild und kann es also nicht sehen. Werk Anmerkungen machen, was unsere Kunstkommission veranlasste, dieses Bild mit dem goldenen Napoleon auszuzeichnen. Im Blickfang die fein gesponnene grüne Fläche. Das Grün, das dem Auge imponiert, das die Sinne fesselt, das uns einen Ausweg aufzeigt. Einen Ausweg aus den lebensbedrohenden Gefahren. Im Kontrast dazu die wenig aufgetragene rote Farbe, die dominant an präziser Stelle den Fluchtpunkt aus den Daseinsängsten aufzeigt. Simone Rethel zeigt uns, wie wir diesen Lebensgefahren entrinnen können, wo wir inmitten des Bildes einen Fluchtweg entdecken. Eine Flucht nicht vor uns, eine Flucht nach vorne. Eine Flucht aus dem brennenden Haus der Ängste. Und wer dieser grünen Farbe folgt, wer sie sich in sich aufnimmt, wer den hoffnungsvollen Weg unserer Künstlerin beschreitet, der weiß, dass es im Parc Exotique viele Auswege gibt. Dass der Parc Exotique zum immerwährenden Paradies wird, wenn man in ihm verharrt. Herzlichen Dank. So. Ich darf mich jetzt nochmals für Ihr zahlreiches Erscheinen bedanken. Wir treffen uns zum Aperitif im Hotelfoyer und hier geht es weiter mit Herrn Rosenbauer und einem Fernsehinterview, anschließend Fototermin. Auch Hans-Jürgen Rosenbauer spielt mit in dieser Bilderverwechslungskomödie. Frau Rethel, Sie haben die Laudatio gehört und da war doch relativ viel von Flucht die Rede. Entspricht das irgendwie dem Lebensgefühl, das Sie hatten, als Sie das Bild gemalt haben? Nein, ich war ganz erstaunt, was man alles in diesem Bild sehen kann und entdecken kann. Also, daran habe ich natürlich persönlich natürlich nicht gedacht. Aber wenn das jemand anderes darin sieht und es trotzdem gefällt, ist es ja gut. Also als zentrale Metapher kam in der Rede auf dieses Bild tatsächlich vor Gefahr und sowas. Da habe ich nicht drin gedacht, sondern für mich ist es mehr ein... Ja, ich setze Farben hier aus optischen Gründen und nicht aus bedeutungsvollen Gründen. Und auch so, dass so ein bisschen, ja, ist vielleicht übertrieben zu sagen, konstruktivistische, dass man darin erkennen kann, das würden Sie auch nicht so sehen. Jetzt muss ich fragen, was Sie meinen mit konstruktivistisch. Naja, Sie haben ja so bewusst bestimmte Formen, ja, die scharfkantig abgesetzt sind. Da drin. Also ich bin ein bisschen beeinflusst von den expressionistischen Malern. Das sind meine Lieblingsmaler und da ist es natürlich schon bewusst gesetzt. Schönen Dank. So, Jungs, nehmt die Klamotten. Wir müssen leider... Ja, schönen tut mir Dank. Leid, das ist nicht. Simone Rethel hat freilich bei diesem Interview an ihr Bild gedacht, nicht an diesen Fluchtwegplan. Nun lockt sie einen Fotograf vor die Staffelei, um vom Werk und seiner Schöpferin ein paar Bilder zu schießen. Wie bitte? Ist das stehen? Ja, sicher, natürlich. Wenn Sie freundlicherweise... Ja, aber doch ja. Aber nein, um Gottes Willen, ist doch nicht mein Bild. Schauen Sie, Frau Rethel, hier.
Park Exotik. 23? Das ist 23. Aber um Gottes Willen. Das ist nicht mein Bild. Hier hing dieses Bild. Hier, das ist mein Bild, das ist mein Bild. Hier, das da. Das andere, das ist das. Nein, Park Exotik, das hing hier. Das ich weiß nicht, wo es hin ist. Da ist es jetzt und das ist nicht mal. Furchtbar peinlich. Also, ich weiß gar nicht, das ist mir so peinlich, was ich dem Herrn Rosenbauer. Ich wusste gar nicht, was der mich immer fragt. Und so. Also, darauf, liebe Frau Kunde, also wir werden das sofort aufklären. Mit den besten Absichten. Es ist so irrsinnig, finde ich. Dass der Fluch lebt. Aber Sie können trotzdem drüber lachen. Kamera. Meinen Sie? Ja, aber nein. Wirklich, das hat was von Vorsichtkamera. Das tut mir leid. Der Fluchtweg von Feuerlöscher, Feuermelder, Tor. Es kommt trotzdem. Das ist Vorsichtkamera, glaube ich.